Bitte sehr. Okay. Herzlichen Dank. Schönen Abend zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat, auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege. Langsam ist in der letzten Zeit fast ausschließlich über Bildschirmkontakt mit Studierenden, mit Kollegen, aber das ist halt jetzt so. Ich würde Folgendes vorschlagen, dass ich zunächst einmal versuche, weil das Religionsrecht ja Besonderheiten aufweist, dass ich ganz kurz anspreche, was sind die Besonderheiten, auch vergleichend in Europa, und dann schaue, was ist das Besondere am österreichischen Religionsrecht und wie sind die Dinge gelaufen, die jetzt sich in gewisser Weise auf das, was Sie jetzt vor kurzem angesprochen haben, zugespitzt haben. Religionsrecht hat offensichtlich eine Besonderheit. Es ist sehr, fast in allen europäischen Staaten, sehr traditionell gebunden. Das ist völlig klar, wenn man daran denkt, dass die englische Staatskirche, die französische Laïcité, das deutsche Staatskirchenrecht mit den privilegierten Großkirchen, das sind Dinge, die einen gewissen ideologischen Standard haben in den jeweiligen Staaten. Das ist in Österreich nicht ganz so, aber bis zu einem gewissen Grad haben wir auch solche Phänomene. Und da zeigt sich schon von Anfang an, was bestimmt jetzt diese unterschiedlichen Systeme. Wir haben im Wesentlichen sind das vier Punkte. Zunächst einmal ist es nicht unwichtig, was ist die traditionell führende oder die zentrale Konfession. Es ist ein Unterschied, ob wir das Religionsrecht einer protestantischen Tradition, in einer katholischen oder in einer orthodoxen haben. Da kann man immer sehr schön zeigen, nach 1989 haben an sich die gleichen Voraussetzungen die drei baltischen Staaten. Nur das Religionsrecht zwischen den drei baltischen Staaten ist ganz unterschiedliche Wege gegangen. Wir haben ein Trennungssystem, eine relativ geringe Kirchlichkeit im protestantischen Estland und wir haben im katholischen Litauen Verhältnisse, die an Polen erinnern. Und dazwischen liegt Lettland mit einem plurikonfessionellen System. Die müssen also mit drei Konfessionen fertig werden. Also wichtig ist einmal, was ist die traditionelle Religion? Und das ist völlig klar, das war in Österreich, um gleich auf Österreich zu kommen, die katholische Kirche mit ganz spezifisch, was sind die Spezifika? Das sind schlicht und ergreifend, das ist ganz, wie gesagt, ganz banal, die Gegenreformation und nicht unwichtig der Josephinismus, der eine sehr starke Tradition von, wie würde ich sagen, von obrigkeitlichem Verhalten gegenüber den Kirchen mit sich gebracht hat. Das zweite ist, war dieser Staat ein Teil eines multireligiösen Imperiums. Das heißt, die haben eine gewisse Toleranztradition, aber haben alle Schwierigkeiten, zur Religionsfreiheit vorzustoßen. Das gilt sowohl für das russische Reich, das galt auch für die Habsburger Monarchie und das galt auch für das osmanische Reich. Das dritte, was hier zu erwähnen ist, ist die Frage, hat der Staat Erfahrungen mit dem religionsfeindlichen Unrechtsstaat? Völlig klar, wir haben die nationalsozialistische Kirchenverfolgung, die wir hatten in Deutschland und in Österreich, und vor allem hatten wir die Kirchenverfolgungen in der kommunistischen Staatenwelt. Und zuletzt ist auch wichtig, welche rechtsstaatlichen Traditionen sind da? Da haben wir in Österreich gar keine Frage, eine gewisse Tradition. Wir sind zwar nicht die Urheber des liberal-freiheitlichen Rechtsstaates, aber wir haben doch in der Monarchie doch eine ordentliche rechtsstaatliche Tradition, die dann auch in der Ersten Republik und nach der Zweiten Republik dann einigermaßen sich gezeigt hat. Das heißt also, Sie sehen schon, es ist sowas wie, was manche in anderen Bereichen der Rechtswissenschaft ein bewegliches System ist. Es ist eine Mischung von solchen Kriterien, die das jeweilige Religionsrecht ausmachen. Und was bedeutet das jetzt für das österreichische Religionsrecht noch einmal konkret? Wir haben im Grunde genommen aus all den Phasen noch heute Bestimmungen. Wir haben die Grundlage, es gibt ein berühmtes Zitat von der Grundnorm des österreichischen Staatskirchen, also Religionsrechts, im Staatsgrundgesetz 1867, im Artikel 15, der bis heute eine tragende Bestimmung ist. Sie sehen auch hier schon ein Grundrecht, das gegolten hat durch alle möglichen Zeiten der österreichischen Rechtsgeschichte seitdem.
Wir haben aus der Ersten Republik, wir haben aus der Ersten Republik noch Reste in unserem Religionsrecht, vor allem in besonderer Weise das Konkordat. Und wir haben sogar Erbe des Nationalsozialisten, der nationalsozialistischen Zeit, die Entkonfessionalisierung des Eherechts und vor allem das Kirchenbeitragsgesetz. Das heißt, Sie sehen, es ist also eine, wie unser Religionsrecht war lange Zeit sozusagen geprägt durch Versatzstücke aus all diesen Zeiten. Die Konsequenz war, dass man nach 1945 dann zunächst einmal eine Art Korrekturphase hatte. Man konnte klar, es war klarzustellen, dass das Konkordat weiter gilt. Das war das zentrale religionsrechtliche Thema der 50er Jahre. Dann kam eine Konsolidierungsphase. Diese Konsolidierungsphase hat bedeutet, dass man jetzt auf dem jetzt anerkannten Konkordat aufbauend weiter Verträge mit dem Heiligen Stuhl geschlossen hat, dass es zum Protestantengesetz gekommen ist, dass es zum orthodoxen Gesetz gekommen ist, dass es dann mit einer zeitlichen Verzögerung zu einer Novelle, zunächst einmal zu einer Realisierung des Islamgesetzes gekommen ist und zu einer Novelle des Israelitengesetzes. Das war sozusagen eine Konsolidierungsphase. Und diese Konsolidierungsphase reichte bis um 90, 89, 90. Da hat sich einiges verändert. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz wesentlich. Wir hatten einen Schwung, einen Druck von neuen religiösen Bewegungen in den 90er Jahren, die europaweit, aber auch in Österreich zu der Frage, wie geht man mit den Sekten, Stichwort Sektengefahr um? Was macht man, wenn jetzt immer neue religiöse Gruppierungen kommen mit dem überkommenen Anerkennungsrecht? Wir hatten in Österreich eben das System, das kennen Sie ja wahrscheinlich von den gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften, damals aber noch, was wir als das Alles-oder-Nichts-System bezeichnet haben, entweder man war eine gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft oder man konnte nichts sein, denn es gab keinen weiteren Status für eine Religionsgemeinschaft und auch nach 1859 zurückgehende Vereinsgesetz hat ausdrücklich vorgesehen, dass Religionsgesellschaften sich nicht als Vereine konstituieren können. Und das war dann nicht aufrechterhaltbar. Und jetzt hat man das Problem, wir haben ein System, das offensichtlich verfassungsrechtliche Probleme hatte, weil der Anspruch auf eine Anerkennung, die gesetzliche Anerkennung, war noch sehr umstritten. Und auf der anderen Seite gab es den Druck von vielen neuen religiösen Bewegungen. Das war sozusagen die erste Pluralisierung in den 90er Jahren. Diese neuen religiösen Bewegungen waren teilweise auch durchaus aktiv und weil sie sozusagen getragen wurden vom Sieg über den Kommunismus. Wenn Sie sich anschauen, wie die vor allem in den kommunistischen Staaten dann eingedrungen sind und versucht haben, dort zu missionieren, dann haben die das in ihrem eigenen Selbstverständnis nach alles mitgerissen. Und da musste dann das geklärt werden und da haben wir seit dem Ende oder seit der Jahrtausendwende haben wir jetzt drei Status. Wir haben die gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften. Wir hatten eingetragene, haben wir Bekenntnisgemeinschaften bekommen, 1998. Und im Vereinsgesetz 2002 haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass Religionsgemeinschaften sich als Vereine konstituieren. Das hat eine neue Situation gebracht. Das ist einmal eine der ersten Neuerungen. Beachten Sie bitte, dass die Reform des Anerkennungsrechts auch dazu geführt hat, dass man aus Sorge, dass sich viele neue Religionsgemeinschaften anerkennen lassen können, nach den früheren Standards, die Eintrittshürde sehr hoch gesetzt hat, so hoch, dass man also dann sicher war oder sicher zu sein glaubte, dass von diesen neuen religiösen Bewegungen kaum jemand hineinkommt. Die man auch draußen lassen wollte, das hat man dann unterschätzt, deren Mitgliederzahl, nämlich Jehovas Zeugen. Bei der Volkszählung 2001 hat sich herausgestellt, dass sie mehr als 17.000 sind und daher ist ihre Anerkennung dann angestanden. Das heißt also, wir haben damals, ab damals einmal diese zwei Gruppen und eben die Möglichkeit, Vereine zu gründen. Ein weiterer Punkt, der da in den 90er Jahren begonnen hat, ist eine gewisse Europäisierung des Religionsrechts. Es gibt wenige, am Anfang überhaupt kaum Entscheidungen, aber so in der Zeit, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass sie
gab es dann doch einige Entscheidungen, europäische Entscheidungen, die auch für Österreich relevant waren, die auch Österreich betroffen haben. Dazu muss man sagen, dass eben das Religionsrecht keine europäische Kompetenz ist, aber es ist auch keine, es ist nicht ausgeschlossen. Es ist keine Bereichsausnahme, das heißt, es kann in anderen Bereichen, zum Beispiel bei den Grundrechten, aber hauptsächlich zunehmend, hauptsächlich im Antidiskriminierungsrecht, kann das eine Rolle spielen. Und daher haben wir, auf der einen, was die Grundrechte betrifft, jetzt den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das ist das Konventionseuropa, mit einem gewissen Einfluss, der könnte stärker sein, aber der ist da auf das österreichische Religionsrecht und in allerjüngster Zeit erst ein Einfluss des Unionseuropas, des Europäischen Gerichtshofs, des EuGH in Luxemburg. Da war zum Beispiel ein Beispiel, das Sie vorhin schon genannt haben, war die Karfreitagsentscheidung, ist hier zu erwähnen. Das ist also eine Entwicklung, die jetzt unser Religionsrecht dann hauptsächlich bestimmt hat. Dann haben wir in der Folge jetzt das bis ins erste Jahrzehnt hinein. Und dann ändert sich etwas. Sicher war hier ein Fanal, was sicher 9/11, das heißt die Auseinandersetzung mit dem Islam. Das heißt, das bestimmt im Grunde genommen das Religionsrecht weitestgehend seit damals. Das ist fast alle religionsrechtlichen Bestimmungen, neue Bestimmungen hängen mit dem Islam zusammen, aber nicht nur. Wir haben auch zwei andere religionsrechtliche Spezialgesetzgebungsakte. Das eine war eine Novelle zum orthodoxen Gesetz. Das ist eine, nicht unspannend, aber inzwischen deshalb, weil man zeigt, welche Mechanismen da auch laufen können. Vielleicht kann ich das nur ganz kurz erläutern, weil es nicht, man sieht, in welche Zwänge auch Österreich geraten kann. Wir hatten in den 60er Jahren, hatten wir das Orthodoxengesetz und das hat also dann festgestellt, das ist voll der Rechtsauffassung des Patriarchen von Konstantinopel gefolgt, Sie haben schon angesprochen, dort habe ich mich ja zeitlang aufgehalten, dass es in der Diaspora nur eine Jurisdiktion geben kann, nämlich die von Konstantinopel. Das wurde vehement von Russland, dem wurde widersprochen. Die Schwierigkeiten sind ja ganz aktuell, denken Sie an die Ukraine-Situation jetzt. Und ich hatte das Vergnügen, als eine der ersten Akte am Institut mitzuwirken, unter Anführungszeichen, an einem Gutachten meines damaligen Chefs Willibald Blöchel zugunsten von Konstantinopel. Und das ist dann hineingeschrieben worden. Das heißt, es durfte aufgrund des orthodoxen Gesetzes nur ein Bischof, ein orthodoxer Bischof in Österreich sein. In Wien im Besonderen. Und dieses One Bishop, One City Konzept, oder One City, One Bishop. Und das hat immer wieder Probleme mit den Russen geschaffen. Und nach 89 hat begonnen, die russische Kirche sich hinter die Regierung zu stellen. Die Kommunisten, für denen war das relativ egal, aber denen der neuen Regierung nicht. Und ich schwöre Ihnen, jedes Mal, wenn Putin oder Lavrov nach Wien gekommen sind, hat das Außenministerium bekommen eine Liste von Themen, die sie besprechen wollten. Und es ist nicht zu glauben, einmal bei einem Putin Besuch war an der ersten Stelle der Liste zu besprechen, die Diskriminierung der russisch-orthodoxen Kirche in Österreich. Das hat spannende Fragen gegeben und zuletzt immer hin und her. Und als dann, ich glaube, das war noch Fischer, dann auf Staatsbesuch in Moskau war, hat man das dann endlich geklärt und da hat man eine Novelle zum orthodoxen Gesetz gemacht, dass es eben jetzt auch andere Bischöfe, bislang eben nur noch den russisch-orthodoxen Bischof. Sie sehen schon, Religionsrecht ist ein etwas skurril, manchmal etwas skurrile Materie. Okay, soweit einmal das. Dann das zweite war das Israelitengesetz, das erneuert werden musste. Das war jetzt auch angestanden, das war völlig klar. Das alte war es 1890. Da ist das erste Mal ein bisschen der Anschein erweckt worden für mich, das haben wir dann auch in unserem Kommentar geschrieben, dass ein bisschen mehr staatliche Aufsicht jetzt angesagt ist. Wir haben das also etwas zugespitzt formuliert, Rückkehr zur Staatskirchenhoheit der Monarchie. Der Staat, das Kultusamt, das hier ja vertretene Kultusamt, kann jetzt viel mehr kontrollieren. Wobei, ich nehme nicht an, dass sie bei der israelitischen Religionsgesellschaft viel kontrollieren werden, aber bei dem dann gleichlautenden Texten zum Islam, da hat man dann schon eine etwas bessere Handhabe gehabt.
Also es ist klar, wir haben hier eine gewisse Tendenz zu mehr staatlicher Aufsicht über Kirchen- und Religionsgesellschaften. Und das ist jetzt ein Grundproblem, das wir haben. Wir haben die Frage, wenn das, und das ist ja gar keine Frage, dass hauptsächlich die religionsrechtliche Gesetzgebung hauptsächlich den Islam im Blick hat, was passiert dann mit den anderen Kirchen- und Religionsgesellschaften? Das ist nicht so einfach. Wir haben immerhin verfassungsrechtlich den Paritätsprinzip, das Gleichbehandlungsprinzip. Und man soll nicht unterschätzen, und jetzt greife ich schon auf einen Schritt weiter, welche Konsequenzen das hat. Und zwar ist das von mir jetzt gerade angesprochene Paritätsprinzip der Gleichbehandlung zumindest der gesetzlich anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften schafft eben diese Schwierigkeiten. Im Protestantengesetz 1961 steht noch drinnen, was wir als Meistbegünstigungsklausel bezeichnet haben. Das heißt, wenn in irgendeinem anderen Spezialgesetz, sei es der Konkordat, das Orthodoxen, das Israelitengesetz, was damals in Frage gekommen wäre, eine Rechtsposition einer anderen Kirche oder Religionsgesellschaft eingeräumt wird, dann haben das die Protestanten auch. Also eine Meistbegünstigungsklausel. Ich habe jetzt den Eindruck, seitdem wir das Islam haben, dass eine Meistdiskriminierungsklausel entstanden. Das heißt, das Problem besteht es darin, wenn die Muslime unter stärkere staatliche Aufsicht bekommen, steht dadurch die Gefahr, dass da auch andere betroffen sind, dass auch andere Religionsgesellschaften in diesen Strudel hineingezogen werden. Und das hat sich an einigen Beispielen ganz schön gezeigt, nämlich auch so in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich sage Ihnen jetzt ein paar Beispiele. Das eine war, als diese unleidlichen Äußerungen eines islamischen Religionslehrers aufgetaucht sind in den Medien. Und dann ist ein Aufschrei in den Medien, zu Recht. Aber was ist passiert in den Medien, in den eher tendenziell kirchenkritischen Medien? Sie haben gesagt, das ist ja ungeheuerlich, der kehrt sofort weg. Am nächsten Tag ist in der gleichen Zeitung standen, wieso haben wir überhaupt einen islamischen Religionsunterricht? Das sollte man gar nicht haben. Und am übernächsten Tag, Sie werden es nicht glauben, ist gestanden, wieso haben wir überhaupt Religionsunterricht in Schulen? Das gehört alles abgeschafft. Also sowas passiert. Ein zweites schönes Beispiel war, beim Islamgesetz war die Diskussion bei der Einführung des islamisch-theologischen Studiums, wie soll man einbinden, in welcher Weise man die Glaubensgemeinschaft einbindet. Es war klar, dass die Konkordatsregelung mit der Zustimmung des Bischofs nicht machbar ist. Aber immerhin im Protestantengesetz stand es ist nicht rätselhaft, es ist durchaus juristisch umsetzbar, die Füllungnahme mit dem Oberkirchenrat bei den Protestanten. Und dann hat man gesagt, na gut, das wird man auch bei den Muslimen reinschreiben müssen, in das Gesetz eine Füllungnahme mit der jeweiligen Religionsgesellschaft, das sind ja aus den unterschiedlichsten Gründen zwei geworden dann im Islamgesetz, eine Füllungnahme. Und dann habe ich selbst erlebt, wie jemand bei einer Diskussion, der das Islamgesetz verteidigt hat, durchaus der Regierung nahestehend damals, das Islamgesetz verteidigt hat, dann großartig erklärt hat, überhaupt ist es, das gehört weg in den Mitbürger der Glaubensgemeinschaft, das gehört weg, okay, kann man sagen, überhaupt sind wir Vorreiter, denn überhaupt sollte die Religion, die Kirche und Religionsgemeinschaften nicht mittun. Und da gab es Zustimmung dafür. Das heißt, weg damit, bei den Muslimen ist es uns unsympathisch, aber bei der Gelegenheit nehmen wir es auch der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche weg. Also solche Phänomene sind da. Das soll man tatsächlich nicht unterschätzen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen die Schwierigkeit, und das ist ja offenkundig und das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, ich glaube, das war 2009, hat die deutschen Verfassungsrechtler bei der großen Tagung haben das Thema genommen, haben wir zu viel Religionsfreiheit? Und da haben zwei sehr bekannte, eine ist Verfassungsrechtlerin, ist eher der SPD zuzuordnen und andere ist der CDU zuzuordnen gewesen. Auch in Deutschland gibt es solche Zuordnungen und
gewisse Paritäten auch bei solchen Tagungen. Und beide haben gesagt, naja, möglicherweise haben wir zu viel, möglicherweise haben wir zu viel. Und es fiel ihnen natürlich nur ein, die Sorge mit dem Islam. Und das macht jetzt mir Sorge. Wir haben, weil wir den Islam, das Problem mit dem Islam haben, bekommen wir jetzt Probleme mit der Religionsweiten. Da sollten wir ein bisschen mehr aufpassen. Ja, Sie haben schon vorhin angesprochen, die Themen. Es ist, bietet sich ja an, heute haben wir in der, ich habe sie jetzt aus der Cut-Press erfahren, dass endlich einmal klargestellt wird, die Geschichte mit den Steuerprivilegien. Seit Jahren versuchen wir zu sagen, wenn immer das Kirchen, das Volksbegehren war und diese ganzen Geschichten, am Ende der Steuerprivilegien der Kirche, dass das alles ein Unsinn ist. Die bestehen so nicht. Man kann, wenn man die Liste macht, und ich hätte mir jetzt die ganze Liste runterbeten können, aber das kann ich mir jetzt ersparen, denn das ist eine wunderschöne Zusammenstellung, offensichtlich diesmal auch aus dem Finanzministerium, die auch von der Cut-Press veröffentlicht wurde. Die Privilegien gibt es nicht. Die gibt es so nicht. Denn all das, was die sogenannten Steuerprivilegien sind, sind in Wirklichkeit, der Privilegiencharakter passt an sich überhaupt nicht, sondern man kann sie auseinanderglauben. Man kann sagen, okay, das Erste, die Kirchen, aber nicht nur die katholische Kirche natürlich, alle Anerkannten, haben Vorteile durch ihre öffentlich-rechtliche Stellung. Das ist keine Frage. Die öffentlich-rechtliche Stellung bringt in bestimmten Bereichen steuerliche Vorteile. Es ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel, Entschuldigung, dass zum Beispiel, als Scientology einmal irgendein Konferenzzentrum gebaut hat, war das der Hauptanlass für Scientology, die gesetzliche Anerkennung zu bekommen, weil er sich diese, das ist keine Frage, aber das hängt damit zusammen, dass die Kirchen- und Religionsgesellschaften öffentlich-rechtliche Stellung haben. Das heißt, man müsste, um dieses Privileg wegzukriegen, müsste man in die öffentlich-rechtliche Stellung wegnehmen. Aber nicht nur der katholischen Kirche, sondern den Protestanten, den Israeliten und allen. Klar, dass das nicht geht. Das Zweite ist, wir haben die Gleichbehandlung mit mildtätigen und Einrichtungen. Das heißt, wenn wir die Kirchen jetzt, man könnte sagen, kirchliche Einrichtungen sind zu Recht immer automatisch als mildtätige bezeichnet. Daher sollte man, das könnte man vielleicht wegnehmen. Man könnte dann sagen, nur dann, wenn sie tatsächlich das sind, dann sollen sie in den gleichen Begünstigungstopf fallen. Aber das wird praktisch keine Rolle spielen. Auch das, wie gesagt, das ist alles ja sehr schön erklärt in dieser Aussendung der Cut-Press-Seite. Das Einzige, wo wir eigentlich, das wird immer wieder angesprochen, ein gewisses Privileg der anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften haben, ist, dass nur sie begünstigt sind bei konfessionellen Privatschulen. Nicht die Tatsache als solche ist ein Privileg, denn der Staat erspart sich durch Privatschulen natürlich auch eine Menge Geld, denn er zahlt zwar den Personalaufwand, aber den Sachaufwand zahlt er nicht. In anderen Staaten mit einem größeren Anteil von Privatschulden zahlt der Staat zur Gänze, schießt er zur Gänze zu. Selbst im Trennungsstaat Frankreich gibt es mehr Subventionen für Privatschulden. Aber die anderen Privatschulen haben das nicht. Das heißt, so viel ich jetzt gehört habe in der letzten Zeit, ich nehme an, die Siebenten-Tags-Adventisten nach Luxemburg gegangen. Ob das dort klappen wird, bezweifle ich eher, aber sei es drum, um ihre Diskriminierung. Sie sind keine gesetzlich anerkannte Kirche und haben 2, 3 meines Wissens, vielleicht sind es mehr, Privatschulen, die jetzt benachteiligt sind. Zum Beispiel auch benachteiligt über den inzwischen die Anerkennung habenden anderen Freikirchen. Also das ist, wenn man so will, ein Privileg, das mir spontan einfällt, aber sonst nichts. Die Tatsache, dass man einen Teil absetzen kann, das habe ich jetzt auch herausgefunden. Entschuldigung, das ist mir jetzt rätselhaft, das habe ich gedacht, ich habe es abgestellt.
dass das sich um etwa 130, 140 Millionen ausmacht, dass man an Steuer dem Staat entgeht, dadurch, dass man es absetzen kann, was man unter anderem den Kirchen, aber wir haben ja da Private können ja auch sonst eine ganze Reihe von entsprechend begünstigten Einrichtungen etwas spenden und man kann es dann absetzen. Also wenn man sich es genau anschaut, dann bleibt von dem nicht viel über. Und da ist mir dann etwas eingefallen, mit dem, vielleicht kann ich das mit dem jetzt einmal abschließen, das ist den ersten Teil, eine Episode, wie hat vor etwa ja, ein paar Jahre war es her, aber es ist nicht so lang, klarerweise nicht so lang her, da haben wir gesprochen mit einem Mitglied der österreichischen Bischofskonferenz, also mit jemandem, der bei mir arbeitet, über die Finanzierungsfragen und wir haben über den, da gibt es vom Institut für höhere Studien und von der Johann Elmer Research in Graz gibt es eine Studie über den Wirtschaftsfaktor Kirche. Und der kommt eigentlich zum Ergebnis durchaus ist eine unglaublich gute, seriöse Arbeit, dass es fast ein Nullsummenspiel ist. Was die Kirche leistet und was der Staat an sie leistet und umgekehrt. Und wir haben das so, das war im Kontext einer Veröffentlichung, der hat gesagt, naja, das, und sagt das mit den Privilegien, das ist ja lächerlich, das müsste man mehr propagieren, sagt er, naja, das müsste man damals, das konnte ich mich jetzt erinnern, das müsste man auch im Finanzministerium propagieren, denn vor kurzem, und jetzt kommt das Zitat, war ein höherer Beamter vom Finanzministerium bei uns und hat ein bisschen herumgeredet wegen der Kirche, wegen unserer Steuerprivilegien. Und ich habe gesagt, na bitte, nur weil er ein höherer Beamter im Finanzministerium ist, muss er sich ja nicht auskennen und habe das damit abgetan. Inzwischen habe ich gemerkt, dass das ein sehr hoher Beamter war und dass das einen ganz anderen Hintergrund hatte. Also solche Dinge sind ja doch einigermaßen überraschend, wenn man also so weit zu der Privilegiendiskussion. Jetzt weiß ich nicht, ich meine, mein Glück kann man noch einzelne Themen, man könnte jetzt auch das, was Sie angesprochen haben, jetzt konkret auf die Fragen, die jetzt den Islam oder die jüngste Novelle betreffen. Aber natürlich muss man, und das auch in der Gesetzgebung entspricht das, ja, einfach über den Islam reden, da bleibt man nichts anderes übrig. Vor 20 Jahren noch habe ich im Seminar einen Teller in die Mitte gelegt und habe gesagt, wir müssen über Religionsrecht reden können, ohne den Islam zu erwähnen. Und jeder, der jetzt Islam sagt, legt einen Schilling hinein. Da haben wir noch Schilling gehabt. Das war damals sogar noch möglich. Ich glaube, heute wäre das nicht mehr möglich. So, darf ich damit jetzt stoppen? Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwelche auch mit diskutieren könnten. Ingrid, du bist noch stumm. Wolltest du noch was? Dann würde ich mal herzlich einladen, wenn es Fragen seitens des Publikums gibt, sie vielleicht einfach in den Chat zu schreiben, weil ich sehe, die meisten haben das Video ausgeschalten. Und würde vielleicht eine Sache noch ganz und mal warten, ob Fragen kommen und würde eine Sache gleich sie vielleicht noch mal fragen. Andere Privilegien, Vorrechte hört man ja auch immer wieder. Würden Sie jetzt bei den gesetzlich Anerkannten irgendwo herauslesen können? Also das, mir fällt im Zusammenhang immer nur maximal vielleicht das Recht auf die innere Verwaltung an. Also dass man seine Angelegenheiten selbstständig ordnen kann, ohne dass der Staat hier eingreifen kann. Das könnte man eventuell noch als ein Privileg gegenüber den religiösen Bekenntnisgemeinschaften oder den religiösen Vereinen eventuell sehen. Also wenn es Privilegien gibt, die dürfen eines nicht vergessen, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Das, was die Kritiker nehmen, nämlich vor allem auch diese Kirchenprivilegien, Volksbegehren, und das, die wollen ja nicht jetzt, die kümmern sich ja nicht darum, dass jetzt sie sagen, auch die Bekenntnisgemeinschaften müssen die gleichen Rechte haben. Die wollen das alles weg haben. Sie haben völlig recht. Die eingetragenen Bekenntnisgemeinschaften sind sicher diskriminiert gegenüber den gesetzlich anerkannten Kirchen. Aber das ist von den Kritikern ja selten gemeint. Es ist ja nicht so, dass jetzt jemand, der sagt, weg mit dem Privileg, es müssen auch die Siebten-Tags-Adventist oder wer auch immer müssen jetzt für ihre Schulden Geld bekommen.
Das wollen die ja gerade nicht haben. Aber Sie haben völlig recht. Und was die inneren Angelegenheiten betrifft, ich meine, die selbstständige Verwaltung der inneren Angelegenheiten ergibt sich eigentlich aus der grundrechtlichen Situation. Es gibt ja auch eine korporative Grundrechtsfreiheit. Die Tatsache, dass man auch die Judikatur, aber die ist da ein bisschen schillernder inzwischen, nicht davon spricht, dass die eingetragenen Bekenntnisgemeinschaften das auch haben, das ist lächerlich. Wieso sollen eingetragene Bekenntnisgemeinschaften nicht auch selbstständig sein unter Hinweis auf Religionsfreiheit? Warum kann man, bei denen kann man ja nicht eingreifen, so ohne weiter. Sie haben völlig recht, dass da eine Schieflage ist, aber ich würde, das glaube ich, kann man in irgendeiner Weise ergänzen, dass man sagt, diese Selbstverwaltung, die Selbstbestimmungsrecht, das ergibt sich sozusagen aus grundrechtlich und ist nicht, auch ohne den Artikel 15 sollte man das haben in Wirklichkeit. Würden Sie einfach direkt aus der Religionsfreiheit genauso ableiten? Das kommt noch dazu, dass vielleicht habe ich das vorhin, dass ich meine, dass sich das doch verschoben hat. Wir haben in historisch gewachsen, war die Kirchen- und Religionsgesellschaftsfreiheit der Anerkannten. Das war so der Ursprung. Und das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Anerkennung von Religionsfreiheit, von den Grundrechten immer mehr verschoben, dass ich meine, dass viele der Dinge, die wir sozusagen gewachsene Strukturen haben, eigentlich genauso gut ableitbar sind aus den Grundrechten, was ja letztlich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte machen muss. Denn der hat ja nicht, der kann sich ja nicht darauf berufen, dass irgendwo jemand eine besondere Stellung hat. Und der schlägt ja eigentlich alle über einen Leisten. Der muss ja letztlich alle europäischen, also alle Staaten, alle Mitglieder des Europarats über den gleichen Leisten schlagen, egal ob die dort jetzt ein qualifizierter Verein sind oder eine öffentlich-rechtliche Stellung haben. Das ist immer das Gleiche. Und der judiziert ja letztlich auch so. Da passt jetzt ganz gut die Frage, die in den Chat geschrieben worden ist, dazu, worin eigentlich der Vorteil dieser öffentlich-rechtlichen Stellung besteht. Ja, das ist eine gute Frage. Man könnte, je mehr man sieht, das würde ich auch so sehen, wir haben einmal gesagt, der wichtigste Aspekt der öffentlich-rechtlichen Stellung ist eigentlich ein guter Gutwill. Der Staat erklärt damit, Kirchen sind mir als Teile der Gesellschaft wichtig, ich baue sie in dieses System ein. Vergessen Sie nicht, das ist auch ein interessantes Phänomen, das ich zum Unterschied von anderen Kollegen eher relativ als bedeutungsvoll sehe. Früher im Konkordat, im Protestantengesetz, stand ja noch drinnen, die katholische Kirche genießt Protestanten die Stellung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft mit der Erklärung, natürlich ist sie keine, man kann sie nicht vergleichen mit einer Gebietskörperschaft, mit der Hochschülerschaft, mit der Arbeiterkammer, kann man sie nicht vergleichen. Das hat sich geändert. Das ist für mich auch ein interessantes Signal. In den letzten beiden Gesetzen, Israelitengesetz und Islamgesetz, ist das erste Mal gestanden, die islamische Religionsgesellschaft und die Gesellschaften und die israelitische Religion sind Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das ist ein Signal eines Näherrückens und eigentlich eines Einvernehmens, einer Einvernahme durch den Staat. Na, ist es nicht auch das, was Sie ganz am Anfang, aber was Sie erwähnt haben, eben mit diesem, mit der stärkeren Aufsicht? Ja, richtig, das passt zusammen. Es signalisiert, ihr seid, wir können euch beaufsichtigen, wie Selbstverwaltungskörper. Das ist ja an sich grotesk. Man hat immer gesagt, was sind die Kirchen an? Sie sind jedenfalls keine Selbstverwaltungskirchen, weil sie keine staatlichen Aufgaben. Und jetzt werden sie näher gerückt. Ich halte das für eine nicht sehr angenehme Entwicklung. Ich glaube, es ist auf beiden Seiten schwierig, weil man auf der einen Seite eben, also die klassischen Selbstverwaltungskörper, jetzt gehen wir schon sehr driften wir in die juristische Diktion ab, aber so wie Sie sagen, die nehmen ja meistens auch einen Teil hoheitlicher Befugnisse wahr oder ja, haben zumindest einen mehr staatlichen Touch, den die Kirchen- und Religionsgesellschaften ja gerade nicht haben und eigentlich ja auch nicht haben sollen. Genau, das ist der Punkt. Das ist das, was mich an dieser neuen Formulierung irritiert hat. Ich finde, es ist ein völlig falsches Signal. Denn selbst, beachten Sie bitte, selbst in der Monarchie, wo man eher argumentieren hätte können, denken Sie daran, dass die Kirchen- und Religionsgesellschaften
das Eherecht hatten. Das heißt, wir hatten viel mehr Kompetenzen an staatlicher Mitwirkung. Sie waren viel stärker als beliehene Einrichtungen da. Das ist ja alles weg. Selbst in der Monarchie hat man sich gescheut, sie so zu benennen. Und jetzt auf einmal nennt man sie so. Das ist bemerkenswert. Ja, darf ich vielleicht noch aufrufen, ob es noch irgendwelche anderen Fragen in dem Zusammenhang gibt? Weil sonst würde ich vielleicht auch noch anknüpfend fragen, würden Sie aus den religionsrechtlichen Bestimmungen konkrete Pflichten ablesen können, die eventuell mit dieser öffentlich-rechtlichen Stellung, also man spricht ja immer von diesen Rechten und Pflichten, das kommt auch in der Judikatur vom VfGH immer so ein bisschen vor. Und wir haben ja auch unter uns im Kultusabend schon einmal diskutiert, was denn das jetzt eigentlich konkret alles sein könnte oder ist oder sollte. Naja, ich meine, das ist ja nicht nur in Österreich, aber auch verstärkt in der letzten Zeit, auch bei den letzten einschlägigen Gesetzen, Bekenntnisgemeinschaftengesetz, Israeliten- und Islamgesetz, an sich die Bejahung der, jetzt kommt all das, was man sieht, der Rechtsstaatlichkeit, all die Dinge, die, ich kann nicht sein, dass das Problem hat, natürlich auch gegenüber dem Islam braucht man nicht reden. Es kann nicht sein, dass ich eine öffentlich-rechtliche Stellung in einem Staat habe und zugleich diesen Staat nicht akzeptiere. Das Problem haben wir ja zunächst einmal hauptsächlich auch bei Jehovas Zeugen gehabt. Sie haben Bedenken gegenüber der Staatlichkeit. Die Frage, die haben lange Zeit ja sich überlegt. Zuerst haben sie gesagt, man soll nicht wählen gehen. Also das ist ja zum Beispiel ein Beispiel. Eine Religionsgemeinschaft sagt, wählen gehst nicht. Das ist also jetzt irgendeinem Zitat aus der Bibel. Das ist also jedenfalls ein Teufelswerk der Staat. Daher wirkst du nicht mit. Zugleich aber stelle ich den Antrag, um in diesem Staat der Körperschaft des Öffentlichen zu reden. Das ist an sich ein bisschen widersprüchlich. Das wurde diskutiert und die haben ja dann auch in ihrer Entwicklung sukzessive das alles zurückgenommen, haben sich zumindest so weit zurückgenommen, dass sie jetzt sagen, das überlassen sie der Gewissensentscheidung des Einzelnen. Also ich meine, die öffentlich-rechtliche Stellung ist ein Signal einerseits des Staates, Religion ist uns wichtig, wir nehmen die Religion in der Öffentlichkeit wahr, wir nehmen das Wirken der Kirchen- und Religionsgesellschaften wahr. Und zweitens, auf der anderen Seite bedeutet es, seitens der Religionsgemeinschaften, wir akzeptieren diesen Staat. Wir, das im Grunde genommen das, was ja dann auch zu Recht, allerdings ein bisschen deutlich überschießend im Islamgesetz drinnen steht, das ist ja klar. Nicht? Das ist die Entscheidung, die sie treffen müssen und die sie auch getroffen haben. Das Gleiche gilt, wir haben heute schon davon gesprochen, an die islamisch-theologischen Studien. Es ist völlig klar, dass islamisch-theologische Studien bedeutet, wenn jetzt eine Kirche der Religionsgesellschaft, da gibt es einen sehr schönen Beitrag in Deutschland von einem, wo das untersucht wurde, wenn eine Kirche, eine Religionsgesellschaft, in Deutschland ist das ja näher beim Staat als bei uns, wenn die Ausbildung ihrer Theologen, das Wort ist sehr schön, die schreiben das wirklich dem Staat anvertraut, dann heißt das, er vertraut dem Staat auch, dass er das gescheit macht. Zugleich bedeutet das aber auch, dass er die Grundlagen des staatlichen Hochschulrechts akzeptiert. Also das ist dieses Hin und Her, das da ist. Vielleicht ein Aspekt, der in Ihren allgemeinen Ausführungen vorher auch noch ein bisschen zu wenig ist, den ich sehr spannend finde, nämlich auch der im Titel vorgekommen, die Pluralität. Und wir haben ein nicht nur ein zersplittertes Religionsrecht, sondern wir haben ja auch teilweise sehr zersplitterte Religionen. Die sind mal in mehr oder weniger, oder es versucht halt dieses staatskirchenrechtliche System in Österreich einheitliche Ansprechpartner zu finden. Aber gelingt das oder sehen Sie da durchaus Verbesserungspotenzial? Das ist natürlich ein ganz großes Problem, denn eines ist klar, so wie die Deutschen ursprünglich, das Parität hat in Deutschland geheißen, die beiden Kirchen sind gleich zu behandeln, die großen Kirchen. Sie sind auch von der gläubigen Anzahl immer in ähnlichen Dimensionen gewesen.
Während in Österreich hat man ja zunächst nur gedacht an das, was aus der Monarchie herausgewachsen ist. Katholisch, evangelisch, orthodox, israelitisch und dann am Ende der Monarchie islamisch. Und dann haben wir erstmal den ersten Pluralisierungsschub in den 50er Jahren gehabt, wo teilweise, vor allem bei den Mormonen, sozusagen die amerikanische Besatzungsmacht einen Druck ausgeübt hat, dass es hier zu Anerkennungen kommt. Das war die erste. Und dann, was ich vorhin angesprochen habe, die Pluralisierung in den 90er Jahren. Und da ist unser System an seine Grenzen gekommen. Vergessen Sie nicht, dass die Praxis war, bis 1998, 1500 muss man etwa haben, dass man anerkannt wird. Mit 1500, wenn man das in Verbindung mit dem Recht der Verrechtsstaatlichung des Anerkennungsrechts, dass man einen Anspruch auf Anerkennung hat, hätte man in kürzester Zeit eine Horrorvision, wie ich mich genau erinnern kann, im Kultusamt, das war lange vor Ihrer Zeit, natürlich, darf man gar nicht reden, eine Horrorvision, hätte man plötzlich 20, 30 Anerkannte. Und das war der Hauptgrund dafür, dass das Bekenntnisgemeinschaftengesetz diese Bestimmung enthielt und dass man das verzehnfacht hat, die Hürde. Dass man also, jetzt haben wir die mal losgeworden, aber damit wir irgendwas mit denen machen, geben wir ihnen so einen kleinen Status, einen besseren oder einen qualifizierten Vereinstatus, was die Bekenntnisgemeinschaften sind. Das heißt, wir haben das Problem einer laufenden dieser Pluralisierungen. Natürlich, und das ist ja nicht nur ein österreichisches Problem, in ganz Europa, die gewachsenen Strukturen sind teilweise extrem überfordert mit der religiösen Pluralisierung der Gesellschaft. Aber vergessen wir auch bei der Gelegenheit nicht, weil wir fokussieren ja immer, das braucht man nicht reden, wir haben immer geblödelt, wenn im Zeit im Bild irgendwas über Migranten gekommen ist, ist hinter dem Sprecher im Hintergrund eine Frau im Kopftuch über den Brunnenmarkt gegangen. Das heißt, das war sozusagen der Prototyp, vergessen wir aber nicht, dass etwa in der gleichen Dimension wir Orthodoxe haben, auch wenn sie nicht, wenn sie kulturorthodoxe sind, wie die meisten Russen, Rumänen, Bulgaren, aber ändert nichts daran, dass die Zahl, das ist, was am meisten vergessen wird, in der Erzdiözese Wien, der Katholiken mit Migrationshintergrund, 500.000 ist. Das heißt, wir haben Muslime, Orthodoxe und Katholiken etwa auf gleichem Niveau. Wenn man bei den Muslimen die Aleviten wegzählt, jedenfalls. Das heißt also, natürlich, wir haben eine Migrationsgesellschaft. Die Frage ist, und da muss auch die Kirche darauf antworten. Ich habe gerade jetzt auch einen Beitrag in unserem Kurs gehabt von der Seelsorger für die englischsprachige Gemeinde in Wien. Das blüht auf und da muss man auch Strukturen schaffen. Und Rom bemüht sich derzeit, auch in Wien hat man ja schon einiges gemacht. Das sind völlig neue Herausforderungen. Also Migration ist nicht nur eine Islamangelegenheit, sondern auch eine orthodoxe, auch eine katholische Angelegenheit. Die Protestanten erben wenig, obwohl man dazu sagen muss, die meisten Zuwanderer kommen ja aus Deutschland. Aber offensichtlich wirkt sich das nicht so stark bei der evangelischen Kirche aus. Das ist richtig. Ich habe da jetzt noch gleich eine Frage von der Frau Dr. Fischer auch. Wie wichtig Sie die Theologie, christlich, muslimisch etc., überhaupt an den staatlichen Fakultäten halten, auch in der Gesellschaft, um auch diesen gesellschaftlichen Diskurs aufrechtzuerhalten, der sich eben mit Religion und mit Theologie auch beschäftigt? Ja, ich glaube, da kann ich an sich auf dieses Papier, das etwa 10 Jahre alt ist, vom Deutschen Universitätsrat, vom Gesamtdeutschen auch verweisen. Ich glaube, das ist immens wichtig. Es ist immens wichtig. Wir müssen verhindern, wir haben ja bei allen, natürlich sind die Muslime hier ein besonderes Problem. Wir haben im katholischen Bereich immer wieder auch Tendenzen gehabt, weg von der Universität, weil da kommen vielleicht schlechte Einflüsse auf die Theologie und auf die Studierenden. Das Gleiche gilt, hat es gegeben, auch bei den Protestanten vor 30 Jahren, was ich mich erinnern kann, wo ein damaliger evangelischer Bischof begonnen hat, sich zu überlegen, ob er die Absolventen der evangelisch-theologischen Fakultät ohne weiteres in den kirchlichen Dienst übernimmt, weil dort Sachen gelehrt werden, die ihm nicht passen. Also das
Das haben wir bei allen gehabt. Ich glaube, dass es immens wichtig ist. Wenn man eine, wenn man so wie die katholische, weil das eine gewisse Tradition bei uns hat, dann ist das gut. Die evangelische Kirche hat das jetzt auch, die Muslime auch. Bei den Aleviten ist es ein bisschen ein Problem, aber das ist eine besondere Situation. Die sind in die islamische Theologie hineingezwungen, mit der sie nichts anfangen können. Aber das könnte man sonst in ein paar Stunden reden. Aber das halte ich für ganz wichtig, denn die Alternative ist, dass außerhalb der Universität diese Ausbildung geschieht und nicht im, sozusagen im Kontext und nicht im Dialog mit den anderen. Daher ist das ganz eine wichtige Sache. Ich habe dann hier noch eine Frage vom Herrn Trendl zum Karfreitagsurteil. Wollen Sie das vielleicht selber stellen? Herr Trendl? Nein, ich wollte nur die allgemeine Bewertung, und es ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, es ist, ich glaube, bei den evangelischen Christen noch nach wie vor präsent. Und was sagt da sozusagen, was kann man da religionsrechtlich dazu sagen, nicht nur politisch? Naja, das, was dieses Urteil betrifft, das muss ich Ihnen sagen, das war schon vorher klar, vor allem auch von Arbeitsrechtlern und auch beim Gleichbehandlungsrecht, dass diese Sonderbehandlung nicht, dass die jetzt gleichbehandlungsrechtswidrig sein wird. Es war nur die Frage, wird jemand eine Beschwerde einreichen? Und das ist halt dann geschehen. Dass die Entscheidung vom AGH, die war vorhersehbar. Die war vorhersehbar. Auch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs aufgrund der, weil er jetzt, der hat es ja zurückgeschmissen und das musste ja der österreichischen Gerichte musste jetzt entscheiden, das war auch vorhersehbar. Die Frage, wie man das löst und welche Lösungen es gibt, das ist auch eine unendliche, passt aber zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Was macht man in einer religiös-pluralistischen Gesellschaft? In den Zeiten, wo diese Bestimmung den Hintergrund, weiß nicht, ob Sie das wissen, wie diese Bestimmung in das Arbeitszeitgesetz gekommen ist, wissen Sie, da ein ganz kurzer Hinweis, das ist hineingekommen als witzigerweise in einer Parallelaktion zum 8. Dezember. Es ist im Zuge der Sanierung des Konkordats, hat man dann gesagt, ja der 8. Dezember soll wieder ein Feiertag werden. Der war ja zunächst nach dem Krieg kein Feiertag. Und da sind damals unter anderem der damalige Vizekanzler Bruno Bittermann, auch evangelisch, aufgestanden und haben gesagt, das soll sozusagen, wenn das passiert, soll man auch etwas tun für die Minderheit. Und wenn Sie an Minderheit damals gedacht haben in Österreich, haben Sie nur an die evangelische Kirche gedacht. Also in Zeiten, wo sozusagen die Frage Mehrheit ist katholisch, Minderheit, eine entsprechende Minderheit ist evangelisch, da konnte man solche Dinge ja relativ leicht machen. Daher wurde der Karfreitag eingeführt. Das Problem ist dann in dem Moment, wo wir eine derartige Pluralisierung der Gesellschaft haben, dann habe ich ein Problem damit. Dann wir haben dann auf Kollektivvertragsebene, ich meine den Kollektivvertrag der Universitäten, wo wir mal auch mit dem jetzigen Wissenschaftsminister darüber gesprochen haben, was macht man da mit dem bei der Geschichte? Und da gibt es nur eines, dass man sagt, okay, jeder sagt, das heißt die Lösung, die man getroffen hat, eine ganz vernünftige Lösung, bei der Einstellung sagt er, ich habe die und dieses Bekenntnis, ich möchte zwei weitere Feiertage haben. Ist ein Problem, weil das wird in dem Moment schwierig. Dann kann sagen, ein Katholischer sagen, na gut, einem Katholiken kann man sagen, na, du hast nicht alle deine Feiertage. Dann hat man das, also da hat es auch einige Probleme gegeben. Eine durchaus vernünftige Lösung gibt es auch im Kollektivvertrag des ORF. Also es gab schon solche Lösungen, die versucht haben, das in irgendeiner Weise sozusagen gleichbehandlungsrechtsadäquater zu lösen. Aber wirklich eine Lösung, die alle zufriedenstellt, ist nicht möglich. Das ist das Ergebnis der Pluralisierung der Gesellschaft. So einfach ist das.
Eine Frage auch vom Herrn Rusa. Wollen Sie die selber stellen zur Islamlandkarte oder? Ja, guten Abend. So wie ich geschrieben habe, also mich interessiert die persönliche Meinung von Herrn Professor zu der Veröffentlichung der Islamkarte, nicht? Wie sehen Sie es? Danke. Ja, wissen Sie, die tun mir jetzt doppelt, nein, die tun mir eigentlich nicht wirklich schwer. Ich kannte ja die alte, weil die das auf der Uni wurde man ja über da, gab es ja Informationen, die der Kollege Aslan da produziert hat damals. Die Islamkarte, die war schon ein Problem. Ich halte sie aus dem einfachen Grund, sie ist, und das, die Konsequenzen sind ja eindeutig. Und es soll niemand sagen, das kann man ja differenzieren. In dem Moment, wo man diese Landkarte mit alles gleich, man kann es zwar anklicken, dann entsteht ja ein unglaublicher Eindruck. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich wohne im 5. Bezirk in Margareten. Auf der Landkarte, auf dem ersten Blick, ist Margareten. Meines Wissens haben wir 3 kleine Gebetsräume, so mini, also nicht wirklich Moscheen, sondern diese, was man immer so als Hinterhofmoscheen bezeichnet hat. Aber auf der Landkarte ist Margareten blau eingefärbt. Also wenn ich als Margaretener das sehe, erschrecke ich im ersten Moment, denke mir, Margareten ist total von irgendwelchen sinisteren islamischen Einrichtungen überzogen. Es sind 3 kleine Hinterhofe. Man mag sein, dass dort die eine oder andere mag nicht immer ganz genau in unser System passen, das ist schon richtig. Aber ich halte das Ganze im Grunde genommen, diese undifferenzierte, und dann zu sagen, ja, man kann ja anklicken und dann erfährt man, ob das jetzt böse Dschihadisten sind oder verdächtig sind oder ob das Brave sind. Bitte. Also die Tendenz, die ursprüngliche, und ich kannte ja die erste, die Tendenz war für mich relativ klar, es geht darum, hier einfach eher vereinheitlichend alle islamischen Institutionen auf einer Karte zu machen. Ich halte das für eine unglückliche Idee. Ist die Frage damit ausreichend? Ja, danke. Danke schön. Wunderbar. Dann hätte ich noch eine Frage vom Stefan Leitner. Stefan, möchtest du das auch selbst vielleicht gleich fragen? Ja, danke. Ja, es ist ja aus meiner Sicht beim Religionsunterricht so ähnlich wie bei der, was Sie zum Karfreitag gesagt haben. Das System des Religionsunterrichts war ja historisch auch eigentlich gebastelt für die katholische Kirche und daneben gab es die evangelische Kirche, die man halt zusammengefasst hat. Jetzt ist es heutzutage ja so, dass es auch da viel pluralistischer ist und auch in den Schulen, gerade in den Ballungszentren, immer schwerer zu organisieren ist für die Schuladministratoren der Religionsunterricht. Jetzt kommt der Ethikunterricht dazu, der wahrscheinlich dem Religionsunterricht, auch wenn er jetzt nicht daneben, sondern stattdessen gemacht wird, aber da vielleicht umso mehr Konkurrenz machen wird. Da würde mich interessieren, Ihre Einschätzung, in welche Richtung sozusagen der Religionsunterricht an den Schulen gehen wird. Ja, Sie haben natürlich völlig recht, auch unser System des Religionsunterrichts ist nicht gemacht für eine derartige Pluralität, brauchen wir gar nicht reden. Allerdings war Religionsunterricht, die Bewertung im Religionsunterricht, die hat es schon früher gegeben. Die Orthodoxen haben schon in der Monarchie das Religionsunterricht gemacht, das hat schon geklappt. Allerdings wurde das dann in der griechischen Gemeinde, in einer der beiden griechischen Gemeinden, dort wurde ein bisschen, sage ich, Sprach- und Nationalgriechischer Unterricht gebracht und ein bisschen was auch über die Orthodoxie erzählt und dann wurden dann die Noten weitergegeben an die Schulbehörden. Das heißt, wir hatten ja das System schon vorher, nur natürlich mit der großen Zahl, jetzt mit den Orthodoxen, vergessen Sie nicht, dass auch die Zahl der orthodoxen Schüler, ich habe mich inzwischen mal schlau gemacht, es gibt eben jetzt dann Schulen, wo die Mehrzahl, die relative Mehrheit islamisch ist, die zweite Gruppe ist orthodox und dann ein bisschen mit Abstand ist katholisch, weil sie in einer Schule im 16. Bezirk oder im 10. Bezirk, ist völlig klar. Ja, da
Das ist eine tolle Herausforderung, die man machen muss, was ich allerdings wohl vorsichtig wäre mit der Konkurrenz durch den Ethikunterricht. Ich kann mich auch so nach dem Motto, wenn man heute genug ist, kann man sich immer an was erinnern, wie die Kirche begonnen hat, sich plötzlich positiv zum Ethikunterricht zu nennen. Einer der ersten Veranstaltungen war ich dabei und das erste Mal hat man eine Wende gesehen mit der Begründung, natürlich ein Ethikunterricht müssen wir dafür sein, denn, da hat man aus Deutschland die Signale bekommen, da gehen wieder mehr Leute in den Religionsunterricht. Weil klar ist, alle diejenigen, die sich abgemeldet haben, nur damit sie zwei Freistunden haben, die haben die jetzt nicht bekommen. Und es war so wunderschön, dass man so wienerisch gesprochen mit einem Überschmäh, man hat gesagt, naja, wir müssen aufpassen, wenn wir jetzt plötzlich für den Ethikunterricht sind, dass es nicht so ausschaut, als machen wir das jetzt strategisch nur, damit wieder mehr Leute in den Religionsunterricht gehen. Also in einer Tagung wurde das alles so artikuliert. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass das ist halt dann, das Entspannende wird halt sein, eine, ja, ist das gesunde Konkurrenz zwischen dem Ethik und dem Religionslehrer. Nur bestens. Ja, aber brauchen wir nicht reden, das Organisieren des Religionsunterrichts unter diesen Bedingungen ist ganz. Wobei, denken Sie nur an den, ich bleibe jetzt beim orthodoxen Religionsunterricht. Wir hatten die typischerweise klassische Anfragen. Russische Mutter ruft an und sagt, was soll ich machen? Für mich wäre wichtig, dass mein Kind in einen Religionsunterricht hat. Kann ich es auch in den katholischen schicken? Denn er war jetzt eine Woche lang im orthodoxen Unterricht, dort haben sie nur serbische Lieder gesungen. Ingrid, darf ich dir gleich das Mikrofon weitergeben für eine Frage, die da gut dazu passt? Ja, es ist eine, ich hoffe, es ist nicht sehr genannt, es ist eine Frage zu Ihrem Wikipedia-Eintrag, ja. Wo ich eine interessante Formulierung gefunden habe. Sie haben sich wiederholt gegen die rechtliche Bevorzugung religiöser gegenüber nicht religiösen Weltanschauungen ausgesprochen. Das gehört, ist nicht gerechtfertigt und gehöre repariert. Und dann heißt zweite, Sie haben darauf hingewiesen, dass zwar nur Lehrbücher und Lehrmittel verwendet werden dürften, die nicht im Widerspruch zur staatsbürgerlichen Erziehung stehen, dies aber eine sanktionslose Norm sei. Ja. Dieser Eintrag, der stammt von offenbar aus diesem Feld von irgendwelchen, ich glaube sogar zu wissen, woher der kommt, also aus diesen Bereichen nicht der jetzigen atheistischen Religionsgesellschaft, ein bisschen aus diesem, der ist schon sehr lange, dem habe ich nichts getan. Ich habe mich immer wieder gefreut, was ich da drinnen gesehen habe. Das, was daran stimmt, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass ich gesagt habe, ich glaube wirklich, und das ist ja aktuell, das ist keine Frage, die man an die Frau Kollegin Leskova da gleich weitergeben kann, wie man mit sowas umgeht, oder vielleicht nicht weitergeben, weil sie nichts darüber sagen darf. Ich glaube, dass man wirklich hergehen sollte und wir brauchen ein Gesetz über die Eintragung von Weltanschauungen, nicht religiösen Weltanschauungsgemeinschaften. Wir hatten auch 1998 schon gemeint, die ganze Diskussion, was ist eine Religion, die Abgrenzung von Religion und nicht religiöser Weltanschauung, wird immer heikler, auch religionswissenschaftlich, warum sich der Staat das nicht erspart, indem man sagt, wir machen jetzt die eingetragene Weltanschauungsgemeinschaften. Das ist ja nicht eine Besonderheit, wer das von Österreich, das haben wir in Europa mehrfach, in Deutschland haben sogar der Freidenkerbund hat sogar öffentlich-rechtliche Stellung. Das heißt, aufgrund der Weimarer Reichsverfassung sind die von Anfang an gleich behandelt gewesen. Und ich habe gesagt, bevor man lang diskutiert, sollte man sie nicht diskriminieren, weil das war der Hintergrund. Das habe ich irgendwo geschrieben. Und was war das Zweite jetzt, was ich gefunden habe? Dass die Lehrmittel und Lehrbücher nicht widersprechen. Ja, das war dann ein Apropos. Ich habe gesagt, das ist inzwischen, das stimmt nur bedingt so. Es ist so, dass das Gesetz sowas nicht vorsieht. Man muss versuchen, aus dem Schulrecht heraus die Möglichkeit abzuleiten, dass man der Religionsgesellschaft sagt, bitte, das müsste reparieren. Es gab dann vor einigen Jahren, oder es ist schon länger, so in einigen Jahren her,
eine Absprache da eben bei irgendwelchen seltsamen Religionsbüchern vom islamischen Religionsunterricht. Da gab es eine, die damalige Ministerin Schmidt war das, glaube ich, mit dem Schakfi von der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Die haben dann so einen 5 Punkte, sind sie übereinkommen, was sie machen werden. Und damals hat man dann alle islamischen Religionsbücher, wurden dann einer Kommission, da waren evangelische und katholische Theologen drinnen, die hat sich das angeschaut und hat gesagt, schau mal, ob da nicht irgendwas drinnen ist. Das war etwas, was in Richtung Islam geht. Und im Gesetz als solchen steht keine Sanktion drinnen. Man kann eine Sanktion vielleicht aus anderen Bestimmungen ableiten. Das ist ein bisschen. Und ich habe dann immer gesagt, das Schlimmste ist, wenn ihr das nicht anders macht, dann wird die öffentlich-rechtliche Stellung entzogen. Aber das ist nicht, das ist halb ernst gemeint. Aber das ist eine echte Schieflage bei den Dingen. Das ist irgendwann einmal da reingerutscht. Also das sind die Ursachen für diese beiden Sachen. Dankeschön. Vor allem ist es ja auch ein ganz, ganz, ganz schwierig zu fassender Begriff, was jetzt die staatsbürgerliche Erziehung ist. Also was entspricht denn jetzt der staatsbürgerlichen Erziehung und wie man das irgendwie fassen kann? Und da ist ja auch eine spannende Diskussion sicherlich, was ist jetzt tatsächlich Theologie, wo eben der Staat sich jeglicher Wertung enthalten muss, ja? Und wo ist der Punkt da, wo ich eigentlich nicht mehr in einer Theologie drinnen bin? Naja, das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Ich meine, die Religionsfreiheit deckt wahrscheinlich staatskritische Theologien und Konzeptionen ab. Aber nicht jedoch die Verleihung der öffentlich-rechtlichen Stellung. Das ist, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt ja keinen Sinn, sagen, diesen Staat akzeptiere ich nicht, aber ich möchte keine Körperschaft des öffentlichen Rechts in diesem Staat sein. Aber da könnte ich jetzt ein bisschen sarkastisch sagen, schauen Sie sich bitte die erläuternden Bemerkungen zum Israeliten- und zum Islamgesetz an. Sie kennen es. Ja, natürlich. Die EBS. Da haben Sie 2 Seiten lang, was alles zu dem dazugehört. Also das ist eine Staatsbürgerfibel, eine kurz gefasste Staatsbürgerfibel. Also das ist, sage ich vorsichtig, massiv übertrieben, das alles. Aber ich meine, im Grunde genommen ist die Frage, was gehört zu den Grundlagen unserer Gesellschaft. Das ist relativ schnell und relativ einfach klärbar. Und an dem muss man alle festmachen. Ich glaube, dass nicht diese vielen Details, die ein bisschen absurd sind, aber das ist relativ, und das scheint mir klar zu sein. Es kann nicht sein, dass in Österreich oder sonst wo im staatlichen, also im vom Staat finanzierten, mitorganisierten Religionsunterricht einfach die entscheidenden Grundlagen unserer Verfassung, unserer Gesellschaft anders dargestellt werden. Das fällt mir völlig klar sein. Allerdings, bitte nicht vergessen, Religionsunterricht muss auch die kritische Dimension von Religion mit einbeziehen können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja mit der Grund, dass man sagt, Religionsunterricht gehört ja auch, um alternative Lebensentwürfe zu vermitteln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass öffentlich-rechtliche Stellung nicht heißen kann, dass ich deswegen nichts mehr kritisieren kann. Also ich muss nicht, nur weil ich öffentlich-rechtliche Stellung habe als Kirche und Religionsgesellschaft, muss ich nicht alles, was die Regierung gerade macht, deswegen gut finden. Also ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass man auch... Ja, man könnte es so zuspitzen, die kritische Dimension in unserer Gesellschaft ist ja Teil der staatsbürgerlichen Erziehung. Oder den kritischen Bürger erziehen. Ne? Und ist auch sicherlich Teil jeder Religion im weitesten Sinn. Ja. Ja, vielleicht eine Sache noch, die mich interessieren würde, wenn Sie das Konzept der eingetragenen Weltanschauungsgemeinschaft erwähnt haben. Wo würden Sie den großen Mehrwert sehen zum normalen Verein? Oder sehen Sie auch, also auch im Vergleich, was ist der Unterschied zwischen
der vereinsrechtlichen Stellung eines religiösen Vereins und einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft. Da haben Sie an sich, völlig recht. Diese Bekenntnisgemeinschaften, das Einzige, was sie haben, das ist eine Punze. Immer dann, wenn die Frage ist, hat das eine religiöse Dimension, ist das klargestellt. Mhm. Wenn eine Religionsgemeinschaft sich als Verein konstituiert, dann haben die irgendwo, kann man überlegen, wann das möglich wäre, die religiöse Dimension, die müsste im Einzelfall überprüft werden. Was in vielen Staaten so der Fall ist, in den USA ist das ja so, das ist meines Wissens so, dass die Religionsgemeinschaften, die ja sonst haben wir ja das Trennungssystem, die haben in den USA den einzigen Vorteil, und den soll man nicht unterschätzen, und dort stimmt es wirklich mit den Privilegien, dass sie steuerlich extrem begünstigt sind. Aber alle, da ist die kleine Anerkannte mit dem Ergebnis, dass sich alle möglichen Gruppierungen als Religionsgemeinschaften sagen, wir sind eine Religionsgemeinschaft. Und wer entscheidet in den meisten Bundesstaaten der USA, das ist das Finanzamt. Die gehen hin und sagen, wir sind eine Religionsgemeinschaft, jetzt muss das Finanzamt entscheiden, ob das stimmt. Mal eine Kollegin, die mal drüben eine Zeit lang einen Studienaufenthalt hatte, in Virginia, der gesagt, in Virginia ist ihres Wissens sind 373 Religionsgemeinschaften finanzbehördlich anerkannt, unter Anführungszeichen. Und die haben einfach keine Steuern zahlt. Das heißt, beziehungsweise die Leute, die denen was gespendet haben, das konnte man direkt abziehen. Anderes System in den USA. Das heißt also, sowas haben wir in Österreich nicht. Ich glaube, es ist im Wesentlichen der Gutwill. Das heißt, der Staat hat mich zur Kenntnis genommen. Mhm. Ich meine, dass man die Unterschiede zwischen den Anerkannten und den Eingetragenen ein bisschen einschleifen müsste. Ich halte es bei manchen Dingen für nicht nachvollziehbar, warum das nicht der Fall ist. Aber ja, hat auch ein Beispiel, das ist ganz, ganz, ganz witzig. Es war, bevor es die Bekenntnisgemeinschaften gegeben hat, war die ständige Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs, wenn es als eine nicht anerkannte Religionsgesellschaft sagt, wir sind ja Religionsgemeinschaft, wir möchten im Sinne der BAO als solche behandelt werden. Was hat dann der Verwaltungsgericht, die Finanzämter, aber dann auch der Verwaltungsgerichtshof gesagt, nein, das ist den Finanzämtern unzumutbar, siehe Amerika, dass sie untersuchen sollen, ob das wirklich stimmt. Daher kommt es nicht in Frage. Kaum war das Bekenntnisgemeinschaftengesetz da und die hatten jetzt diese nicht anerkannten Bekenntnisse, haben jetzt eine Punze bekommen, sie sind religiös, hat sich die Judikatur sofort geändert und hat gesagt, na, in der BAO werden sie nicht erwähnt. Das heißt, solange es einfacher war zu sagen, über die Finanzämter können doch jetzt nicht entscheiden, wer eine Religionsgemeinschaft ist, hat man gesagt, daher, was weiß ich, was jetzt, alle die Gruppen, die inzwischen sind, das ist ja weniger geworden, weil aber auch anerkannt sind. Ab dem Zeitpunkt, wo die aber jetzt die religiöse Punze hatten, haben sie gesagt, nein, haben sie eine reine Wortinterpretation, da ist nur von gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften die Rede, völlig übersehen, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der BAO es nur die gegeben hat. Was unser Argument war, ich kann ja nicht hergehen und kann sagen, wieso nach dem Motto, ja, dann müssten die dann drinnen stehen, standen nicht drinnen, und vor allem hat der Gesetzgeber nichts gemacht. Also jetzt, er hätte ja etwas machen können, er hätte eine ganze Reihe von Gesetzen aufziehen können, die jetzt auch für die eingetragenen Bekenntnisgemeinschaften gelten oder nicht braucht. Das ist ja insgesamt nicht passiert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass 98, wie die Bekenntnisgemeinschaft eingeführt worden ist, die restliche Rechtsordnung nicht daraufhin überprüft wurde. Nur um geschwind, um zu verhindern, dass das, was passiert, natürlich. Herr Rank, Sie haben die Hand gehoben. Ich darf Ihnen das Mikrofon geben.
Herr Rang, Sie sind noch stumm? Ja. Nicht mehr. Ich hätte eine Frage, was Vergleich österreichisches System mit anderen europäischen Systemen betrifft. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen europäischen Ländern über religiöse Fragen diskutiere, sage ich immer, ich finde unser Kooperationsmodell doch das Beste, was momentan herumläuft. Die Frage ist, Herr Professor, wie sehen Sie das oder können Sie da kein Werturteil im Vergleich zu anderen religionsrechtlichen Situationen in Europa abgeben? Ja, gerne. Es ist so, dass man in Wirklichkeit haben wir mehr oder weniger stark, haben inzwischen die meisten europäischen Staaten zum Kooperationssystem gefunden. Vor allem hat sich das tendenziell auch bei den neuen Demokratien in Osteuropa durchgesetzt mit Abstufungen. Man kann es ja durchspielen. Wir haben wirkliche Ausreißer in Europa. Ausreißer in Europa sind Frankreich und die Niederlande. Frankreich mit einem deutlicheren, Niederlande mit etwas abgeschwächten Trennungssystem. Aber sonst haben wir Deutschland, nehmen wir Deutschland, Belgien, Spanien, Italien, eigentlich die Slowakei, Ungarn. Na, Ungarn ist ein Sonderfall, weil die haben zweimal gekippt ihr System. Tschechien, allerdings, das, was wir vorhin angesprochen haben, die Geschichte ist doch ganz anders. Ist nämlich nicht uninteressant, auch der historische Hintergrund. Wenn Sie Tschechien und die Slowakei vergleichen, da sehen Sie, wie wichtig die Geschichte für das Religionsrecht ist. In Tschechien war die katholische Kirche angepatzt als Verbündete der Habsburger. Das heißt also, wir haben katastrophale Zahlen gehabt, schon in der Ersten Republik, bei den gläubigen Zahlen. Und nach dem Ende des Kommunismus ist die Zahl der Gläubigen, sie ist also wirklich in, ich glaube, 10%, 15%, 20%. In der Slowakei war es gerade umgekehrt. Da waren die Slowaken, die Tschechen haben sich von uns unterdrückt gesehen, die Slowaken wurden von den Ungarn unterdrückt. Aber in der Slowakei war das so, dass der nationale Widerstand getragen wurde von katholischen Priestern. Das heißt, in der Slowakei hat man mit der katholischen Kirche eine nationale Tradition verbunden, in Tschechien gerade nicht. Und das wirkt sich bis heute aus. Wir haben eine starke katholische Kirche in der Slowakei, eine starke Stellung, manchmal sogar eine überstarke Stellung der Kirche in der Slowakei und eine ganz schwache in Tschechien. Also man muss sich jeden einzelnen Staat anschauen, aber die Extreme wie Staatskirchen, nehmen Sie zum Beispiel Schweden und Norwegen her. Schweden und Norwegen haben die Staatskirchen aufgegeben und haben eigentlich eine Mischung zwischen einem Kooperations- und einem moderaten Trennungssystem entwickelt. Das heißt, ich glaube, europaweit geht die Tendenz dazu. Was Österreich betrifft, halte ich unser System, und da bin ich ganz bei Ihnen, mit den Sondergesetzen für die einzelnen Kirchen- und Religionsgesellschaften für sehr gut. Das halte ich für sehr gut. Das heißt, es ist so, dass wir eigentlich für allen historisch-gesellschaftlich bedeutenden Religionsgesellschaften spezielle Gesetze machen. Das ist eine gute Idee. Das wurde früher auch international eher auch durchaus als ein Vorbild gesehen. Wir haben ein bisschen die Vorbildfunktion verloren, weil wir das tut mir leid, aber das ist so, weil unser Islamgesetz bei den Verfassungsrechtlern nicht mehr als vorbildlich gilt. Vielleicht politisch für manche attraktiv ist, aber damit haben wir uns ein bisschen ins Out manövriert. Aber sonst ist die Idee, neben einem Konkordat, übrigens auch das haben wir andere, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen sprunghaft wirke. Es gibt ja die Idee, was die Deutschen entwickelt haben, dass es Kirchenverträge gibt. Das haben auch andere übernommen. Das ist so, Italien und Spanien hat gesagt, wir machen ein Konkordat mit der katholischen Kirche. Mit den anderen Kirchen und Religionsgesellschaften schließen wir Verträge ab, öffentlich-rechtliche Verträge ab. Das ist eine Annäherung an unser System. Halten Sie das für einen Gang oder einen
mehr auf Augenhöhe Dialog als eben dieses von oben dann doch irgendwie herab erlassene Gesetz? Das ist sicher gescheiter, weil vergessen Sie nicht, die Kirchenverträge mit den evangelischen Landeskirchen in Deutschland wurden ausdrücklich deshalb, weil sie wollten mit der katholischen Kirche verhandeln wie auf Augenhöhe und bei den anderen wollen wir das aufmachen, um sie gleich zu behandeln. Die alte Parität zwischen den beiden Kirchen war ganz wichtig für die Deutschen. Daher haben sie die Kirchenverträge erfunden, die sie auch jetzt in einigen, auch in osteuropäischen Staaten haben inzwischen. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich an dich wieder übergeben, Ingrid. Ja, danke. Ich sehe jetzt im Chat auch nichts mehr. Ich sehe auch keine erhobene Hand mehr sonst. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Wesentliche, was heute an Fragen da war, mal angesprochen. Und ich darf mich mal auf jeden Fall ganz herzlich bedanken für diesen gar nicht trockenen, sehr verständlichen, sehr angenehm unaufgeregten, also in dieser Thematik einfach unaufgeregten und informativen Abend bedanken. Ihnen, lieber Herr Professor Potz, und auch dir, liebe Valerie, für das angeregte und anregende Gespräch. Es hat sich vielleicht auch gezeigt an unseren Fragen, dass wir so ein bisschen rumtapsen. Aber jetzt einen guten Anfang einmal, einen guten Anstoß bekommen haben, uns hineinzudenken. Es hat sich auch gezeigt, dass wir alles nicht wissen. Das ist immer gut, auch wenn man was lernen will. Und vielleicht ist auch die Lust an einer seriösen Auseinandersetzung mit dieser Thematik um Pluralismus, Religionsrecht. Es wird uns begleiten, auch weiterhin. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle eben großer Dank, vor allen Dingen an Sie beide, aber auch an alle, die da waren und auch sich eingebracht haben. Und es muss auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Falls sich Fragen auftun, freue ich mich, wenn ich mich wieder rühren darf. Und bitte erlauben Sie mir noch ganz kurz einen Hinweis auf die letzte Veranstaltung, die wir jetzt in dem Sommersemester in der Akademie noch anbieten, und zwar jetzt am Freitag. Es ist das Stichwort Ukraine gefallen. Jetzt bin ich ein bisschen geografisch in der Nähe, wenn auch nicht ganz dort, im Südkaukasus. Wir haben am Freitag jetzt noch eine Veranstaltung mit dem Dr. Alexander Kralik zu dieser Auseinandersetzung um Bergkarabach, ja, zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die politische Lage wird diskutiert und auch, was das für die Christen in Armenien auch bedeutet, also auch aus dieser Perspektive. Herzliche Einladung an die, die interessiert sind, und ansonsten herzlichen Dank noch einmal allen, die da waren, und einen noch angenehmen und schönen Abend. Danke auch für die angeregte Diskussion, und lassen Sie den Dr. Kralik schön grüßen von mir. Sie kennen ihn sicher gut. Okay. Ja, mache ich sehr gerne. Er wird sich freuen, dass wir in Kontakt waren. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. 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 Wiedersehen.